Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse, diesmal nach westlichen Astrologie. Ich habe diesen Auftrag noch angenommen, wahrscheinlich wird das meine letzte Horoskopdeutung sein in diese Richtung. Ich habe mich verabschiedet von westlichen Astrologie und ich mache nur indischen oder tibetischen Astrologie. Aber die Berechnung ist noch in westlichen Astrologie diesmal. Liebe Aniara, ich grüße dich. Das ist dein Horoskop-Analyse Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten die einzelnen Lebensbereiche. Und jetzt geht es um das Wesentliche. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen wieder in Osthorizont aufgestiegen und das bedeutet, dein Aszendent ist Widder. Und das heißt, die Tierkreiszeichen Widder hat einen Einfluss auf dein Aussehen, auf deine Persönlichkeit, auf dein Auftreten und so bist du auch wahrgenommen. Das ist feurig, das ist temperamentvoll, immer wieder mal von Neuem begeistert und diese Begeisterung ist so stark, dass du sogar anderen davon überzeugen kannst und zeigst du auch Mut und so bist du auch wahrgenommen, sehr direkt und sehr mutig. Ich setze die Tierkreiszeichen wieder hier im ersten Lebensbereich, das ist dein Aszendent. Bei zweiten Lebensbereich handelt es sich um Werte und um Besitz. Und das bedeutet auch die Selbstwertgefühl und auch etwas im Besitz nehmen, was uns wertvoll ist. Und das sind nicht immer die materiellen Dinge. Aber steht auch für Geld, die zweiten Lebensbereich steht auch für Geld. Und hier sollen wir auf unseren Gedanken achten und auch unseren Gefühlen achten. Und das bedeutet, es gibt Menschen, die denken, sie sagen das sogar selber, ich bin es nicht wert. Oder ich habe das gar nicht verdient. Oft kommt es von Kindheit, weil man hört nichts anderes. Und sie fühlen sich wertlos. Und weil das die Energie entspricht, die haben auch Probleme in Finanzen. Dann ist wichtig, auf die Gefühle achten. Verlustangst löst Verlust aus. Und das kann auch die Finanzen betreffend sein. Oder Schuldgefühl führt auch zum Schulden. Ich schulde an jemand etwas. Und wenn man dieses Gefühl lebt, dann strahlt man das aus. Und das ist die Ausstrahlung, löst Situationen aus. Das geht dann zum Verlust oder führt zum Schulden. Hier hast du die Tierkreiszeichen Stier. Die Stier hat einen Bezug zum Werten und auch zum Besitz, auch zum Finanzen. Also du hast hier eine gute Energie. Und das bedeutet, jeder Lebensbereich öffnet sich mit einer Tür. Ich nenne das als geheime Toren. Die zweite Lebensbereich öffnet sich hier diese Tor mit Stier. Das ist die Energie, was hier dominiert. Aber Stier hast du noch, auch noch im ersten Lebensbereich. Und nach meiner Beobachtung nach, von Praxis, und ich bin davon überzeugt, dass das wirklich so ist, ich erlebe das so bei Horoskopdeutung in Praxis, dass im ersten Lebensbereich wirkt die erste Tierkreiszeichen und im zweiten Lebensbereich übergeht man auf dem zweiten Tierkreiszeichen, weil die Stier hat auch einen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Dein Aszendent bleibt immer wieder.
Daran ändert sich nichts. Also gehört schon zu deiner Persönlichkeit, aber im zweiten Lebensbereich kommt diese Stierfärbung dazu, dass du immer ruhiger bist oder brauchst auch diese Ruhe und Gelassenheit, mal die Tage zu genießen. Dieser Genuss kommt dazu und das natürlich ist dann auch deine Ausstrahlung. Der dritte Lebensbereich sind die Erinnerungen an die Schulzeit. Und dann kannst du überlegen, wie hast du das erlebt? Hast du das Spaß gemacht? Warst du wahrgenommen? Haben sie deine Talenten gefördert? Wie bist du mit anderen Kindern klargekommen, mit Geschwistern oder anderen Kindern in die Schule? Diese Erinnerungen bleiben. Das zieht sich wie roter Faden in unserem Leben. Wenn du dich damals behauptet hast, dann hast du da kein Problem. Dann bestehst die Prüfungen im Leben. Das ist auch die Lebensschule. Wenn aber damals du übersehen warst oder klein gehalten warst oder du hast nicht getraut, was zu sagen, könntest dich nicht behaupten. Später spiegelt dir das Leben oft im Beruflichen oder in Familie. Wie kannst du deinen Geschwistern oder Verwandten gegenüber dich behaupten oder im Beruflichen gegen Konkurrenten? Und hier hast du die Zwillinge. Das heißt, hier öffnet sich die Tür zu diesem Lebensbereich mit Zwillingen, aber die Zwillingen hat noch eine Färbung auf den zweiten Lebensbereich, aber auch noch. Und das sind gute Handlungen, gute Geschäfte. Und hier bei Lernen, natürlich damals in die Schule warst du sehr intelligent. Das war auch wahrgenommen und du verspürtest auch diese Leichtigkeit, diese spielerische. Manchmal hast du was verspielt, weil das war wichtiger als Lernen. Das könnte ich vorstellen. Oder warst du immer neugierig, ein bisschen verspielt. Es fehlte die Konzentration. Jetzt sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes und hier ist die Basis, die Fundament. Ich vergleiche das mit einem Baum und das würde bedeuten, das ist die Wurzel des Baumes. Und hier fühlen wir uns verwurzelt, verankert. Und das brauchen wir, diese Halt im Leben und das bedeutet unsere Herkunft, die Ahnen, die Vorfahren, die Traditionen und unserem Zuhause. Aber alles, was mit Immobilien oder Innenarchitektur und Einrichtung was zu tun hat, gehört auch hierher. Das kann natürlich bei jemand auch Selbstständigkeit sein oder dann die Berufung, wenn das in die Richtung geht. Hier hast du die Krebs. Dass du ein Zuhause brauchst, das ist ganz klar. Die Krebs sucht das auch. Aber wenn das darum geht, einen Halt zu bekommen im Leben, weil du brauchst dieses Fundament, diese Basis, im Wasserelement ist gar nicht so einfach. Krebs gehört zum Wasserelement. Weil das geht nur über Gefühle. Und aus dem Grund sage ich das, weil die Wasserelement gehört zum Gefühlen. Und achte immer auf deine eigenen Gefühlen. Du brauchst die Ruhe. Du brauchst diese innere Sicherheit. Dieses Selbstvertrauen. Und das bekommst, wenn du immer wieder zurückziehst. Entweder weil du zu Hause dich erholen sollst, weil das gibt die Ruhe und in Ruhe liegt die Kraft, oder Meditation würde dir sehr viel helfen im Leben, weil das ist die Fundament, das ist die Basis. Und da brauchst du auch einen gewissen Rückzug.
Im fünften Lebensbereich sind die Kinder, und das bedeutet die eigenen Kinder, später Enkelkinder, aber auch die Erinnerungen an die eigenen Kindheit. Es ist alles Vergangenheit, und diese Vergangenheit kehrt nie wieder zurück. Wenn uns das belastet, das ist nur Gedanke, sonst nichts. Es ist nur ein Gedanke, natürlich mit Gefühlen, ganz klar. Aber wir können umdenken. Und die schönen Erinnerungen bewahren, behüten, und all das, was mit Tränen verbunden sind, brauchen wir nicht. Weil das entspricht gar nicht die Realität, das entspricht gar nicht die Gegenwart. Stattdessen sollen wir die Kinder beobachten, wie sie spielen. Und diese Leichtigkeit hilft uns im Leben. Außerdem vorstellen, dass unserem Leben ist nichts anderes als ein Theater. Und das entspricht die Wirklichkeit. Es ist ein Theater. Und fangen wir an, dieses Theater zu organisieren. Wählen wir eine Bühne aus, dann die Kostüme. Dann, wie sollen wir diese Theater gestalten, dekorieren? Dann, wir wählen die Schauspieler aus, wir schreiben die Drehbuch, wir führen die Regie und wir spielen die Hauptrolle. Weil unserem Leben, natürlich gibt es Einflüsse, ganz klar, dass wir anpassen sollen, gibt es auch Gesetze, das sollen wir auch nicht brechen, die Gesetze. Oder andere Einflüsse. Die Menschen haben auch Erwartungen, also wir haben auch Pflichten, ganz klar. Aber die Linie, die Grundlinie, in welche Richtung soll das gehen, das gestalten wir selbst mit unseren Ideen, mit unseren Vorstellungen, mit unseren Entscheidungen. Und hier liegt die schöpferische Kraft, diese Kreativität. Außerdem hier in diesem Lebensbereich ist auch die Lebensfreude. Und das erleben wir oft in die Liebe-Partnerschaft. Und hier hast du Löwe. Und Löwe kann das gestalten. Die Löwe braucht auch die Bühne und auch die Publikum. Und das ist schon eine ganz starke schöpferische Energie. Hier passt auch sehr gut zu diesem Lebensbereich. Die Löwe hat noch einen Einfluss auf die Wohnsituation, und Krebs hat auch einen Einfluss von dem dritten Lebensbereich. Wenn das für dich hier zu viel ist, die Kontakte und die Kommunikation und die Medien und die Nachrichten, dann brauchst du diesen Rückzug, damit du zur Ruhe kommst, sonst ist es zu hektisch. Im sechsten Lebensbereich ist die Arbeit, die Pflichten und auch die Gesundheit. Und das hängt zusammen, weil wir können arbeiten, dann wenn wir gesund sind. Hier hast du die Jungfrau. Jungfrau passt auch sehr gut, entspricht auch diesen Themen wie Pflichtbewusstsein, Ernsthaftigkeit und Heilung, Heilenergie, gesundheitlichen Themen. Jungfrau hat noch einen Einfluss auf den fünften Lebensbereich auch. Die Löwe liebt die Glanz und die Jungfrau dazu diese Färbung mehr, diese Bescheidenheit. Und es wechselt sich immer wieder ab. Wenn du betrachtest dein Aszendent wieder, und das heißt, in diesem Augenblick, wo du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen wieder in Osthorizont aufgestiegen. Im selben Moment ist in Westhorizont die Waage nach unten gegangen, wie ein Sonnenuntergang. Aber den Moment deiner Geburt schaust noch in diese Richtung. Da sind sie noch im Gleichgewicht. Das symbolisiert die Zeichen Waage. Und schaust das an, und was siehst du da? Ein Spiegelblick. Und da ist die Seelenpartner. Und hier hast du die Waage.
Und dann geht es nach unten in Unbewussten, weil die untere Teil des Horoskops symbolisiert das Unbewussten und die oberen Teil das Bewussten. Hier ist wichtig, und es ist ein sehr wichtiges Thema für dich, liebe Partnerschaft, weil das spiegelt dir im Leben. Natürlich, jeder Mensch sehnt sich nach einer Partnerschaft, aber für dich ist das sehr, sehr wichtig, dass auch Leben und dass von dem Partner auch was zurückkommt, dass er dir auch was spiegelt. Und so kommt das auch in die Gleichgewicht und Gerechtigkeitssinn hast du auch. Der achte Lebensbereich ist der Tod. Kein Angst vor Tod, das ist auch ein Thema, wo wir uns im Leben auch begegnen. Natürlich kann das auch Todesfall bedeuten oder eine erbschaftliche Situation. Aber die Grundaussage dieses Lebensbereichs ist, das Leben erhalten bleiben. Und damit wir diese Kraft, diese Überlebenskraft haben, diese inneren Kraft oder Überzeugungskraft, muss in unserem Leben lernen, immer wieder von etwas verabschieden. Und das ist dieser Prozess, was hier sich zeigt in diesem achten Lebensbereich. Das ist Pluto-Thema. Und zum Pluto-Thema gehört nicht nur das Loslassen, sondern auch Sexualität, das ist auch ein Bereich, außerdem Finanzen. Jetzt nicht in dem Sinne, wie der Kontostand ist oder wie kommst du zum Geld, sondern wie verwaltest das alles, wie investierst du, wie hast du die Buchhaltung, wie kommst du mit Finanzamt klar oder mit Banken, Versicherungen oder Erbschaft. Das spiegelt sich auch hier, die zweite und achte Lebensbereich. Man könnte sagen, die achte Lebensbereich sind die Tabuthemen wie Sex, Tod, Geld. Und hier hast du Skorpion und das passt ganz gut, weil, wie ich schon sagte, das ist Pluto-Energie und über Skorpion herrscht auch Pluto. Also hier hast du den Wandlung und bei Skorpion handelt es sich auch um Gefühle. Und hier verbirgt sich die Kundalini-Energie. Und wenn wir das verstehen wollen, was das überhaupt ist, dann muss ich das erklären, das ist Schlangenenergie. Und das haben wir sogar in unserem Körper, diese schlangenförmige Energiefeld. Aber das handelt sich um Gefühle. Skorpio ist Wasserelement, also Gefühle. Es gibt zwei Systeme, grundverschiedenen Systemen. Und die eine System hat mit den anderen nichts zu tun. Überhaupt nichts zu tun. Die eine System, und das ist die eine Schlangenenergie, weil das sind mit diesen Gefühlen aufgeladen. Das sind Gefühle wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Aggression, Eifersucht, Neid, Hass. Das sind die negativen Gefühle. Neid und Hass ist zerstörerisch. Angst, Schuldgefühl oder Wut, das haben wir alle. Also wir kennen die negativen Gefühle auch. Und das kommt immer wieder. Und wir sollen von diesen negativen Gefühlen verabschieden. Weil in dem Moment sind wir schon in diesem System drin. Und damit öffnet sich Pandoras Büchse. Und ein trojanisches Pferd kann auch jederzeit kommen, weil wir Angst zeigen. Also kann jederzeit uns jemand beschuldigen oder angreifen. Und das passiert immer wieder im Leben. Wenn wir aber verabschieden von Angst,
dann befreien wir uns von Blockaden und das schützt uns auch. Weil die andere traut gar nichts zu sagen. Wie machen wir das? Entweder nehmen wir das mit Humor. Jetzt nicht so tun, wenn nichts wäre. Die Angst ist da. Also dann in die Augen schauen und sagen, ja, wenn wir das verspüren, dass wir von etwas Angst haben, dann einfach ansprechen. Hallo, liebe Angst. Das ist aber wieder ganz nett, dass du da bist. Aber weißt du was? Ich brauche dich nicht. Ich habe die Entscheidung getroffen, in Zukunft lebe ich angstfrei und das praktiziere ich jetzt im Gegenwart schon. Besuche jemand anderes. Ich brauche dich nicht. Tschüss. Und dann lachen. Lachen. Oder, wenn das nicht geht, umdenken. An etwas denken, was uns begeistert, was uns Lebensfreude schenkt oder zum Lachen bringt. So können wir leichter unsere Gefühlen transformieren. Und dann übergehen wir sofort auf die positiven Gefühle und es ist ein ganz anderes System. Das ist göttlich. Das ist Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Fürsorglichkeit und Liebe. Und das ist diese ganze Wandlung, was hier sich abspielt. Im 9. Lebensbereich sind die Reisen. Natürlich Urlaub oder Auslandskontakte gehören auch dazu. Aber bedeutet auch die inneren Reisen und das ist die Spiritualität oder Glaubensrichtungen. Und das ist nicht nur die Gottverbundenheit, sondern Glauben an uns selbst. Glauben das, was wir vorhaben oder Glauben an die Liebe, das Stärke. Wir brauchen Glaubenssätze und Glauben versetzt Bergen. Und das, was wir hier lernen, und hier hast du Schütze. Schütze hat einen Einfluss natürlich auf Auslandskontakte. Du liebst Reisen, hast auch Auslandskontakte, das ergibt sich schon in dein Lebensweg. Und die Schütze zeigt in eine Richtung und das ist hier dieser Pfeil. Und das ist die Richtung der Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Spirituell bedeutet das, das sind unsere Wünsche. Das ist wie ein Energiefeld, das sind unsere Wünsche. Und wenn du das als Ziel setzt, weil du kannst dich orientieren, dann erreichst du das auch. Und hier lernst du daran glauben. Die 10. Lebensbereich ist die Spitze des Horoskopes. Das Höchste, was man erreichen kann, ist, steht auch in der Öffentlichkeit. Aber nicht nur die Öffentlichkeit, sondern zeigt, wie erreicht man die Ziele. Und hier liegt auch die Berufung. Und hier hast du Steinbock. Mit Steinbock-Energie ist gar nicht so einfach leben, besonders im jungen Jahr. Weil Steinbock kann ganz schön streng sein. Und wer mag das schon? Und ich könnte das vorstellen, dass es schwierig war, deine Ziele zu erreichen. Oder dass du ständig übersehen warst, dass du zu wenig Anerkennung bekommen hast, zu wenig Lob und du wusstest gar nicht, wo deine Berufung liegt. So erlebst du das im jungen Jahren. Die Steinbock wirkt aber als, wie Wunder, ein Stück paradiesische Erde ist Steinbock. Aber das bekommen wir nicht als Geschenk, sondern wir zeigen hier Geduld und Ausdauer und lernen wir, das in Besitz zu nehmen und das sind unsere Ziele.
Und die Steinbock zeigt das auch, dass das geht. Weil kletter bis zum Spitze des Berges. Warum erzähle ich, dass das ein Stück Paradies ist? Hier herrscht Saturn und Saturn war der Gott der goldenen Zeitalter. Und das waren noch paradiesische Zustände. Nicht umsonst haben die römischen Kaiser Saturn verehrt. Das war in Goldmünzen, die Saturn-Symbol eingeprägt. Auch in ihren Thronen. Die haben schon was dabei gedacht. Und Saturn wurde verehrt. Ja, und weil herrschte auch in dieser goldenen Zeit. Und Saturn zeigt das auch, weil Saturn belehrt uns, wie wichtig das ist, das nicht aufgeben, sondern Schritt für Schritt an diesen Zielen zu arbeiten. Dann ist alles möglich in unserem Leben. Im 11. Lebensbereich sind die Hoffnungen und Wünsche und Freundschaften. Und wir sollen mit unseren Wünschen Freundschaft schließen. Und hier in diesem Lebensbereich sind auch Gruppen von Menschen, die uns wo wir uns hingezogen fühlen. Eine Gruppe wie zum Beispiel eine Partei oder ein Verein oder das zum Gründen. Hier hast du Wassermann. Jetzt schauen wir mal die einzelnen Tierkreiszeichen. Bei Schütze kommt die Begeisterung und Orientierung Richtung Wünsche. Bei Steinbock manifestiert sich, hier wird das konkret und die Steinbock hat diese Kraft, das zu erreichen. Dann kommt Wassermann und die Wassermann sagt, für was ist diese Anstrengung? Ich bin doch ganz oben angekommen. Das ist die Geburtsrecht für die Wassermann. Und so fühlen sie sich auch. Und sie betrachten alles mit einem Adlerblick. Und das gibt auch dieses Gefühl, ich bin einzigartig, außergewöhnlich. Und mit diesem Blick denkt man in der Zeit voraus. Und das entspricht auch deinen Wünschen. Also kann es sein, dass du außergewöhnliche Wünsche hast und andere würden sagen, sei bodenständig. Ach, sowas erreichst du niemals. Aber die Fantasie ist grenzenlos. Und Wassermann zeigt hier, auch wenn andere daran nicht glauben, du sollst es verwirklichen. Und außerdem Freundschaften schließen mit außergewöhnlichen Menschen oder ungewöhnlichen Lebensumständen. Die 12. Lebensbereich sind die tiefen Geheimnisse des Lebens und das zeigt dir die Tierkreiszeichen Fischen. Wasserelement handelt sich wieder um Gefühle. Und in diesem Stammbild sind es zwei Fischen. Und sie schwimmen im Ozean der Gefühle. Und die eine Fisch schwimmt in Richtung Angst und Zweifel. Zweifelt an allem und zweifelt an sich selbst. Und dazu hat noch selbst Mitleid. Und alle anderen leiden auch mit. Und ich bin davon sogar überzeugt, es gibt fischebetonte Menschen, die das sogar genießen, weil dann denken sie, ja, sie bekommen Aufmerksamkeit, ein bisschen Streicheleinheiten, das tut auch gut. Aber mit diesem Selbstmitleid, mit diesem ständigen Zweifel und Angst, ist alles blockiert. Das ist nicht die Verbesserung, das in dem Moment vielleicht tut gut, aber verbessert sich überhaupt nichts im Leben. Im Gegenteil, das zieht die ganze Energie nach unten. So wie ich hier erzählt habe, diese Kundalini-Energie. Die Angst wird immer größer, ganz tief. Das ist so ein Sumpfgebiet.
Da kommen die Depressionen. Und wenn man keinen Ausweg sieht, dann ist die Neigung da zum Drogen oder Alkohol, weil das benebelt ein bisschen. Und das ist die falsche Richtung. Das ist die falsche Richtung. Hier muss 180 Grad drehen, in andere Richtung bewegen und sagen, jetzt lebe ich meinen Traum. Und das ist traumhaft schön. Und das, was die Fische auch verwirklichen können. Hier herrscht Jupiter und Neptun. Jupiter schenkt diese Chancen, Möglichkeiten, das Glück auch. Und Neptun lässt die Fantasie frei laufen. Und Neptun zeigt, wie man die Träume verwirklichen kann. Und hier ist die Reichtum verborgen. Das ist die Quelle zum Reichtum. Sonne befindet sich in Skorpion. Das ist für dich ein sehr wichtiger Bereich. Auf die Gefühle achten, immer auf den positiven Gefühlen bleiben und lernen loslassen. Verabschieden von etwas. Damit meine ich, dass wir von immer alles verabschieden sollen. Das wäre ein Fehler. Aber das kannst du so vorstellen. Du bist geboren und wir kommen nicht mit leeren Händen, sondern wir haben Erinnerungen, Lebenserfahrungen, Gefühle, was uns noch verbindet in früheren Leben, weil die Seele erinnert sich daran. Und wir haben nun mal eine Seele. Ich nenne diese Erfahrungen, all das, was wir mitbekommen, wie wir unserem Leben starten, wie ein Rucksack. Also wir sind mit diesem, symbolisch meine ich, Rucksack geboren. Und alles drin, was wir früher schon erlebt haben. Und dann machen wir Lebensschritte immer weiter und kommen neue Lebenserfahrungen dazu, neue Kontakte, anderen Gefühle. Und dieser Rucksack füllt sich. Und wenn das zu schwer ist und bedrückt uns das, dann haben wir einen schweren Lebensweg. Und hier in diesem Bereich, Skorpion, ist genau diese Thematik, aber auch die achten Lebensbereich, das ist die Pluto-Kraft. Eigentlich Pluto löst das aus. Wo Pluto dann sagt, stopp. Stopp, stopp. Mach mal langsam. Mach mal ein bisschen Pause. Mal ein Wochenende. Nimm mal Zeit. Mal ein Wochenende und öffne diesen Rucksack. Und schau rein, was alles drin ist. Was möchtest du bewahren, behüten und was bedrückt dich? Was brauchst du nicht? Das sollst du aussortieren, davon entfernen. Das sind erstens falsche Glaubenssätze, wie zum Beispiel, wenn jemand ständig sagt, ich bin so wertlos, ich bin es nicht wert, ich habe das nicht verdient. Das sind falsche Sätze, also davon verabschieden. Oder es gibt Kontakte, die uns helfen, liebevolle Menschen, schöne Kontakte, das sollen wir pflegen, dafür Zeit nehmen und das befestigen. Es gibt aber auch Kontakte, wo wir am liebsten sagen würden, nein, ich habe heute keine Zeit. Und wir sagen das oft nicht, weil wir trauen das nicht zu oder wir wollen die anderen nicht verletzen und dann machen wir doch, dann verletzen wir uns selbst und das wird oft auch ausgenutzt. Also solche Kontakte können wir schlicht einfach verabschieden. Oder Gefühle wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl, die negativen Gefühle auch verabschieden. Oder Gewohnheiten, irgendwelche Gewohnheit, mir fällt immer Rauchen ein, aber ich will nicht sagen, dass ich das schlimm finde, weil jemand raucht. Ich habe noch nie geraucht, aber das fällt mir so spontan ein. Es gibt viele Menschen, die
aufhören wollen zum Rauchen, dann auch diese Entscheidung treffen, ab sofort rauche ich nicht mehr. Oder Gegenstände. Gibt es auch oft, dass wir ein Kleid oder eine Schuhe behalten, weil wir denken, oh, wir werden doch abnehmen und dann passt dieser Kleid noch. Und seit 5 Jahren ist im Schrank. Und wenn wir 5 Jahre das nicht angezogen haben, dann in die nächsten 10 Jahren werden wir das auch nicht tun. Dann mal so spontane Entscheidung treffen und sagen, ja, ich muss das nicht festhalten, ich brauche das einfach nicht. Und so wird das leichter. Der Rucksack ist viel leichter und vor allem, wir haben Platz drin. Kann was Neues kommen. Und das ist dieser Aufräumen, Platz hier mit allem. Du kannst das immer aufschreiben und dann eins nach dem anderen abarbeiten. Aber da hast du schon einen Blick dafür. Dann kannst du das auch konkret sagen, was das ist. Aber damit wir das wissen, wir müssen mal Pause machen und überlegen. Und auch warum machen wir das so? Mond befindet sich im Jungfrau. Und das zeigt deinen Gefühlen, diese reinen, sauberen Gefühle, aber auch deine Heilenergie. Merkur ist auch in Skorpion. Und Merkur zeigt gerade das, was ich erzählt habe mit diesem Rucksack, das zum Lernen. Und vieles hängt mit Kindheit und Jugend zusammen, weil Merkur herrscht über diese Zeit, über Kinder und Jugendliche. Venus ist die Liebesplanet. Und das zeigt dich als Frau hier im Steinbock ganz oben. Schau mal, wenn Venus hier oben ist, im Spitze des Horoskopes, in Öffentlichkeit, dann hast du dieses Bedürfnis als Frau wahrgenommen werden. Aber im Steinbock, in jungen Jahren, ist das nicht einfach. Zeigt auch eine gewisse Strenge. Das kann auch von Elternhaus kommen, die Erziehung, sowas macht man nicht, so kleidet man nicht, so lauft man nicht herum, was sagen den anderen? Und das sind Einschränkungen. Im zweiten Lebenshälfte wirkt das ganz anderes, weil dann interessiert dich das nicht mehr und sagst, ich stehe zu meiner Persönlichkeit, ich stehe zu mir so, wie ich als Frau bin. Und das zeige ich auch. Venus ist nicht nur diese weibliche Energie und zeigt uns als Frau, sondern auch der Planet die Liebe. Außerdem alles, was schön ist, gehört zum Venus. Schönheit, Kreativität, Ästhetik, Harmonie und Frieden. Und hier im Spitze des Horoskopes zeigt deine Berufung. Und die Kraft gibt dir dann die Steinbock, nicht im jungen Jahren, das glaube ich nicht, aber später. Weißt du, diese Überzeugungskraft und Ausdauer, deine Ziele zum Erreichen, dass du deine Kreativität lebst oder deine Selbstständigkeit. Venus steht in Verbindung zum Selbstständigkeit, unserem Planet Erde. Unserem Planet Erde bewegt sich in dein Geburtsmoment hier im Stier. Und hier manifestiert sich etwas und fühlt sich auch wohl im Stier, weil das hat mit Erde was zu tun. Und das sind die Finanzen. Aber dann sollst du auch hier die Basis haben und das beginnt mit deinen Glaubenssätzen, mit deinen Gedanken über Werte und Wertschätzung und deinen Gefühlen. Fühle dich wertvoll. Mars
ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Mit Mars-Energie können wir uns behaupten und uns wehren. Also wir brauchen Mars, auch wir Frauen, und wir Frauen haben das auch. Aber Mars ist männlich und steht auch für Männer, und im Geburtshoroskop zeigt sich der Partner. Und Mars hast du in Skorpion. Und das bedeutet, hier lernst du auch mal loslassen. Und natürlich Bereich, in diesem Lebensbereich steht auch zum Sexualität, Skorpion steht auch zum diesem Körperlichen, zum Intimität, und da natürlich eine sehr leidenschaftliche. Man zeigt sich hier im Horoskop. Jupiter bringt Glück, und dieser Glücksplanet hast du hier im zweiten Lebensbereich, und das sind die Finanzen. Und du hast immer wieder diese Glücksmomente oder Gewinnchancen, Gewinnchancen, Geld zu verdienen. Jupiter zeigt auch deine inneren Größe. Und wir beginnen wieder mit unserem eigenen Gedanken, Gefühlen. Die Gewinn kann erst kommen, wenn du vorbereitet bist, wenn du dafür offen bist, wenn die Schwingung stimmt, und das erreichst du, wenn du mit deiner eigenen Größe bewusst bist. Dann vermehrt sich das Geld auch. Dann hast du diese Vorstellung, dieses Selbstwertgefühl. Dann stehst auch zu deinen Werten. Saturn ist hier im Löwen, zeigt wieder strenge Elternhaus. Saturn belehrt uns und kann ganz streng sein, besonders in jungen Jahren, grenzt uns ein. Aber das ist oft notwendig, damit wir unseren Gedanken oder unseren Gefühlen und unserem Leben auch mal ernst nehmen. Dass wir das in Form bringen. Und genau das ist das Prinzip von Saturn. Aber zeigt schon strenge Elternhaus. Im zweiten Lebensbereich unterstützt dich Saturn dabei, dein Leben in Form zu bringen. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Und hier im achten Lebensbereich im Skorpion zeigt, du wirst deinen Gefühlen transformieren und veränderst du etwas im Leben, weil du wirst lernen, loslassen. Und lernst du auch nicht mehr festhalten an etwas, was du nicht brauchst oder was dich belastet oder verletzt. Neptun zeigt unseren Träume. Wie können wir unseren Träume leben? Neptun hast du im Schütze. Und das, was du lernst, das ist dieser spirituelle Weg, das ist die Ziel. Die Schütze zeigt in diesem Ziel, und das sind deine Träume. Pluto, ich habe hier schon bei Skorpion und bei achten Lebensbereich einiges erzählt von Pluto. Pluto konzentriert auf den Wesentlichen. Und alles andere, was diese Kraft raubt, lässt gar nicht zu. Bei Pluto gibt die Motto alles oder nichts. Und das ist die volle Konzentration auf den Wesentlichen. Das hast du im Waage. Und das erlebst in die Liebe-Partnerschaft. Das kann sogar deine Einstellung sein, wo du sagst, ja, bei der Vorstellung von der idealen Partnerschaft, entweder das oder kein anderes, alles oder nichts. Jetzt sind wir bei den beiden Mondknoten, und es bildet sich eine Drache. Drache symbolisiert erstens unsere Ängste, und unsere Aufgabe ist, die Ängste bewältigen. Und das erzählt auch die mythologische Geschichte, und dafür gibt es ganz viele, der Drachen tötet.
unsere Ängste überwinden, bewältigen. Weil das sind die größten Stolpersteine in unserem Leben. Im Horoskop gibt es zwei Teile von diesem Drache. Einmal die absteigende Mondknoten, und das zeigt alten karmischen Erinnerungen. Das, was in diesem Rucksack drin ist, wenn wir geboren sind, und das ist in indischer Astrologie nennt man Ketu, das ist die Drachenkörper. Das kennen wir schon, weil in diesem Weg sind wir schon gegangen. Vielleicht ist noch was da in diesem Rucksack, wo wir aufräumen sollen. Aber die Erinnerungen sind da, das sind auch natürlich Talente und Fähigkeiten, da kennt man sich aus. Und das hast du hier im Stier. Also mit Besitz, Finanzen, all das kennst du dich aus. Da bist du vertraut und das ist für dich auch ein sehr wichtiger Bereich. Hast du auch Glück damit und das manifestiert sich wieder. Und dieser Drache hat einen Kopf. Und das wurde abgeschnitten. Und die Seele kennt das nicht. Und die Seele braucht diesen karmischen Weg. Die Seele fragt auch, wo ist dieser Kopf? Ich suche, ich finde nicht, keine Ahnung, wo könnte das sein? Im Horoskop zeigt sich das, dieser Drachenkopf. Und genau das, was du brauchst, genau das. Und das hast du hier im Skorpio. Und das brauchst du deinem Selbst, brauchst in Partnerschaft, das lernst du auch und das bringt dir die Veränderungen in dein Leben. Und das ist das Loslassen, das Aufräumen und die Sexualität leben, befreit, ohne Einschränkungen. Das kann sein, dass im Elternhaus war das zu streng behandelt und hat man dadurch ein bisschen Hemmungen. Oder Vaterthemen. Sonne steht auch in Verbindung zum Vater, dieses Vaterbild, was dich vielleicht ein bisschen bremst, von diesen Bildern verabschieden. Mond symbolisiert die Mutter, Sonne der Vater. In westlichen Astrologie gibt die Mondhäuser nicht, das erzähle ich immer in indischen Astrologie, aber hier gibt es auch Einflüsse von Fixsternen und das schauen wir auch an. Dein Aszendent ist Widder. Wie ich schon sagte, das war die Tierkreiszeichen, die im Osthorizont aufgestiegen ist, wie ein Sonnenaufgang in dem Moment, wo du geboren bist. Dieser Aszendent Widder wird bestrahlt von Alpheratz. Manche sagen Sirach dazu. Und das ist ein Stern, wo Andromeda und Pegasus verbindet. Und hier sind Ängste. In chinesischen Astrologie wird dieser Stern bezeichnet wie ein Wand. Man weiß nicht, was kommt dann. Man sieht nicht durch diese Wand oder diese Einschränkungen. Und das hat schon einen Einfluss auf deine Persönlichkeit und du sollst durch den Wand diese Hindernisse aufräumen. Und das hat mit Angst zu tun. Und das zu verstehen, weil Alpheratz ist die Verbindung zwischen Andromeda und Pegasus, erzähle ich die mythologische Geschichte dazu. Es gab eine Königin Cassiopeia. Das ist ein Stammbild im Himmel und ganz einfach zu finden, das ist ein Buchstabe W, das ist Cassiopeia. Also Cassiopeia, diese Königin, prahlte überall. Ihre Tochter Andromeda sei die schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Und die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Gott des Meeres, Poseidon. Und er schickte einen Walfisch in diesem Königreich, diesen prahlenden Königin zu bestrafen. Und dieser Walfisch, dieser Seeungeheuer kam dann an und dachte, soll ich das machen, was Poseidon mir befohlen hat? Nein.
das mache ich nicht. Ich mache, was ich will. Und diese Seeungeheuer nahm dann die Königstochter Andromeda und fesselte in einen Felsen. Und Andromeda hat so Angst gehabt und in die Nähe war Medusa, die Furchterregende. Medusa, die Furchterregende. Hier ist Medusa. Und die Geschichte erzählte, jede, die Medusa erblickt, bekommt Angst. Und dann ist wie Stein unbeweglich. So war das mit Andromeda auch, bis dann Perseus kam und befreite Andromeda. Und hier ist Perseus und die Befreiung von Andromeda. Perseus befreite Andromeda und verliebte an sie. Andromeda verliebte sich auch. Und Perseus tötete Medusa. Und in diesem Moment, wo Perseus Medusa getötet hat, wurde von dem Mutterleib Pegasus geboren. Und Pegasus ist dieses weiße Pferd mit Flügeln. Das war die Befreiung vom Mutterleib. Und die beiden Liebenden, Perseus und Andromeda, sind mit diesem geflügelten Pferd davon geflogen. Und das ist die Befreiung von Angst. Medusa symbolisiert die Angst. Andromeda hat Angst von ihr, also fühlt sich wie gefesselt. Dann kam Perseus, befreite sie. Dann war eine Verbindung da, auch die Liebe. Und Pegasus zeigt diese Bewegung, das ist die Befreiung. Und diese ganze Geschichte wirkt auf deine Persönlichkeit. Etwas fesselt dich, wovon du Angst hast. Und du sollst diese Angst überwinden, so befreit fühlen wie Pegasus. Deine Sonne befindet sich in Skorpion und hat einen Einfluss von Agena. Dein Merkur ist auch in Skorpion und dein Merkur hat einen Einfluss von Bungula. Und diese beiden Sterne, Agena und Bungula, ist wie ein Zeichen, ein Zeiger. Die beiden bilden sich wie ein Zeiger, zeigen die Richtung. Auch Agena, auch Bungula zeigt ein Sternbild im Himmel. Und dieses Sternbild als Zeiger, also die Richtung bestimmend, dieses Sternbild heißt das Kreuz des Südens. Dieses Sternbild ist im Südhalbkugel sichtbar und befindet sich in diesem Sternbild die Südpol. Und Südpol dient zum Orientierung. Du brauchst Orientierung in dein Leben. Das zeigt diese beiden Zeiger, Agena und Bungula. Außerdem dieses Sternbild, das Kreuz des Südens, zeigt Spiritualität und religiösen Themen. Das könnte für dich die Richtung sein, wie wichtig das ist. Die indischen Astrologen sehen in diesem Sternbild auch ein Kreuz, aber mit Schwert. Und Schwert symbolisiert Trennen, Trennen von Angst oder Trennen von Belastungen. In indischen Astrologie wird das bezeichnet als Swati. Und es kommt von Sanskrit und bedeutet übersetzt Sva, selbst, und Ati, die Seele. Und das ist deine Befreiung. Du bist nicht abhängig von anderen Menschen oder dein Elternhaus oder vom Vater oder Mutter, wie auch immer, sondern befreie dich von all das, was dich bedrückt oder beschränkt oder was Angst auslöst und lebe dein Selbst, lebe deinen Seelenbereich und kümmere um dein Glauben, Glauben an dir, Glauben an die Liebe, an Gott
und sei spirituell. Fühl dich frei. Mach das, was dich befreit. Venus befindet sich hier im Steinbock und dieser Stern heißt Polis und das ist ein Glücksstern und bedeutet, du wirst Glück haben und erfolgreich sein. Glück haben in die Liebe, Partnerschaft und beruflich wirst du Glück haben. Mars befindet sich im Skorpion, auch im Bungula. Genauso wie Merkur auch, das ist dieser Zeiger, wo zeigt den Kreuz des Südens. Jupiter ist im Stier und hat einen Einfluss von Pegasus. Die gleiche Geschichte, was ich hier bei Medusa, Perseus, Andromeda erzählt habe. Das hängt alles zusammen. Das hängt hier alles zusammen. Und dieser Sternbilder befindet sich in diesem Bereich. Natürlich dann wieder Stier hat einen Einfluss. Uranus befindet sich in Skorpion hier. Und Uranus befindet sich oder hat einen Einfluss. Uranus befindet sich nicht, Uranus bewegt sich. Das war ein falscher Satz von mir. Nein, ich wollte sagen, Uranus hat einen Einfluss, genau. Uranus hat einen Einfluss von diesem Sternbild Kreuz des Südens. Und wenn du das wahrnimmst als Orientierung, dann verändert sich etwas in dein Leben. Neptun befindet sich im Schütze. Und hier, das hat mit Reisen was zu tun, aber kann auch die inneren Reise sein, aber auch Ausland. Und Neptun hat einen Einfluss von Rastaban. Rastaban ist der Kopf der Schlange. Und hier in diesem Bereich, wo Skorpion und Schütze befindet, da zwischen den beiden Stammbildern ist der Schlangenträger. Schlangenträger ist nichts anderes als Asklepios. Asklepios, der himmlischen Arzt. Ich setze Asklepios zwischen den beiden, weil tatsächlich hier befindet sich dieses Stammbild. Asklepios ist die Heilung, der himmlische Arzt. Dazu erzähle ich die Geschichte, weil Rastaban bestrahlt dein Neptun. Und das hat mit diesem Schlange was zu tun, der Kopf der Schlange. Und tatsächlich Asklepios hat mit die Schlange was zu tun. Dazu ist die mythologische Geschichte. Sein Vater ist Apollo, der Sonnengott. Chiron hat die Heilung ihm beigebracht. Das kommt noch, die Geschichte zu ihm. Also, Asklepios ist der Sohn von Sonnengott, Apollo. Und dann passierte Folgendes. Ein Kind, der Sohn von König, ist in einen Honigtopf reingefallen. Und Asklepios musste dieses Kind heilen. Dann kamen zwei Schlangen. Das ist wieder die Schlangenenergie. Die eine Schlange trägte den Gift in sich und der anderen Schlange den Heilkräuter. Und Asklepios musste eine wichtige Entscheidung treffen. Wie heilt er das Kind? Nimm den Gift oder den Heilkräuter. Asklepios hat den richtigen Entscheidung getroffen und hat das Kind geheilt mit Heilkräuter. Und diese Geschichte erzählt uns Folgendes. Es gibt immer wieder Einflüsse von außen, weil wir haben Begegnungen mit anderen Menschen oder haben wir Informationen, auch über Nachrichten.
dann sollen wir unterscheiden, was glauben wir und was glauben wir nicht. Die eine Schlange zeigt den Gift, das sind die Lügen. Und die andere Schlange zeigt die Heilkräuter und daran liegt die Wahrheit. Und wenn wir an alles glauben, was uns erzählt wird, dann sind wir wie dieses Kind, fallen wir in einen Honigtopf. Weil eine Lüge kommt immer honigsüß. Also hier muss aufpassen. Und wenn du das glaubst, und Neptun zeigt auch Märchen, das wird märchenhaft schön erzählt. Und Rastaban bestrahlt dein Neptun, das heißt Rastaban ist der Kopf der Schlange, die Gedanken, die Schlange. Also du erlebst immer wieder Begegnungen in deinen Menschen, wo die andere überlegt, wie könnte dich reinlegen. Wie könnte dir ein Märchen erzählen, was du glaubst, ist aber nicht die Wahrheit, sondern eine Lüge. Und hier brauchst du vorsichtig, also sollst du vorsichtig sein, eventuell brauchst du hier Heilung. Weil diese Neptun-Energie im Ausland liegt, das kann auf die Reisen sein oder bei Auslandskontakten. Pluto befindet sich Moment, Pluto befindet sich im Waage, genau. Pluto befindet sich hier im Waage. Hat mit deiner Partnerschaft was zu tun und Pluto hat einen Einfluss von Algorab. Algorab, dieser Stamm befindet sich im Stammbild Rabe. Hat auch mit Lügen was zu tun. Und dieser Rabe steht mit Hydra in Verbindung. Ich setze mal Hydra hierher. Dieser Rabe erzählt eine Lüge über diese Hydra. Das ist eine Schlange und die Geschichte erzählt, wenn ein Kopf abgeschnitten ist, dann wächst zwei anderen. Das war der Kampf mit Herkules oder Herakles mit diesem Hydra. Aber steht diese Geschichte auch in Verbindung mit diesem Rabe. Und das möchte ich erzählen. Apollo, der Sonnengott, sagte zum Rabe: Schau mal, hier ist diesen goldenen Kelch. Nimm diesen goldenen Kelch und fliege zum Brunnen und bring Heilwasser, bring Quellwasser zum Zeus. Zeus braucht es. Aber beeile dich. Und der Rabe hat gesagt, ja natürlich, ich beeile mich schon. Und dann unterwegs findet die Rabe ein Feigebaum. Und dachte, ich möchte von diesem Feigebaum was essen, aber das war noch gar nicht reif. Und der Rabe wartete und wartete, bis die Feigen reif waren und erst dann flog davon von diesem Quellwasser, das Quellwasser holen, was eigentlich hier die Brunnen ist, bei Tierkreiszeichen Fischen. Achenar zeigt das an, das Ende des Flusses. Also fliegt die Rabe davon, dieses Wasser zu holen und kam zurück zum Apollo und Apollo fragte dann, ja, wo warst du denn so lange? Ich habe doch gesagt, sollst du dich beeilen. Und dann sagt der Rabe, weißt du Apollo, ich kann nichts dafür, das war doch dieser Hydra, hat den Weg gesperrt und deswegen ist meine Verspätung. Und Apollo hat diese Lüge durchgeschaut und hat alle in Sternenhimmel gesetzt, auch die Raben, auch diese goldenen Becher und auch diese Hydra. Und der Rabe muss jeden Tag diese Hydra anschauen und jeden Tag muss an diese Lüge erinnern. Also diese Geschichte zeigt wieder Lügen.
Entweder warst du schon mal belogen und bist du vorsichtig und traust es nicht zu, in eine Partnerschaft einzugehen, und dann kommt die Pluto-Energie, alles oder nichts, keine Kompromisse, und bist du vorsichtig, oder bedeutet, du sollst wirklich vorsichtig sein bei Auslandskontakten, eventuell auch mit Männern, die Kontakt suchen. Kann aber auch bedeuten, dass du hier Erinnerungen hast und du hast es gelernt und bist du tatsächlich vorsichtig. Wenn du aber zu vorsichtig bist und misstrauisch jedem gegenüber, das kann natürlich auch blockieren. Chiron hast du im Horoskop hier in diesem Bereich, wo die Stier ist, wieder und Stier im Grenzbereich, genau hier im Grenzbereich. Ich setze da vielleicht so hierher. Chiron zeigt, wo weh tut, wo wir Heilung brauchen. Und das ist wieder Stier. Im Grenzbereich, exakt hier im Grenzbereich, zwischen Widder und Stier. Ich würde beide Tierkreiszeichen betrachten. Widder ist deine Kraft, dein Mut, etwas Neues zu starten und deine Persönlichkeit im Ausdruck bringen. Bei Stier etwas Wertvolles in Besitz zu nehmen oder auf deinen Werten achten. Du darfst dich nicht wertlos fühlen. Und hier, genau hier, brauchst du diese Heilung. Und hier mit diesem Mondknoten hast du auch karmische Themen. Dein absteigender Mondknoten ist hier und hat einen Einfluss von Charatan. Charatan und Mesartim, die beiden Sterne sind in Verbindung und zeigen den Weg. Zeigen dem Weg eine neue Richtung, eine Neuorientierung. Wenn du dich hier verletzt fühlst, dann sollst du das beenden oder loslassen, dann orientiere dich neu. Die aufsteigende Mondknoten hier hat einen Einfluss von dem Bärenhüter. Das ist ein Sternbild im Himmel und hütet den beiden Bären, den großen Bär und kleinen Bär, oder große Wagen, kleine Wagen, so nennt man das auch. Und die Bärenhüter zeigt Schutz. Also du stehst hier auf jeden Fall im Schutz. Du brauchst hier Heilung. Hier brauchst du auch Heilung. Aber fühle dich von Göttlichen beschützt. Jetzt noch die Verbindungen. Mars und Jupiter steht gegenüber. Und das bedeutet, wenn du etwas erreichen möchtest im Leben und möchtest die Chancen nutzen in dein Leben, dann fühlst du dich entweder kraftlos oder fühlst du dich gebremst oder überlegst du zu lange, soll ich nicht. Neptun und Pluto steht in einer schönen Verbindung, das heißt, wenn die Pluto-Energie wirkt und tatsächlich aufräumen kannst und loslassen kannst, dann lebst auch dein Traum. Hier kommt diese Unterstützung. Venus wirkt auf deinen beiden Mondknoten. Hier von Venus ein Einfluss auf die absteigende Mondknoten, ein Einfluss auf die aufsteigende Mondknoten, eine sehr schöne Verbindung. Und das zeigt, du hast Glück in die Liebe, Partnerschaft. Und du erreichst auch deine Ziele und lebst du deine Berufung. Die Karma gleicht das auch. Du hast eine sehr schöne Karma. Liebe Aniara, so könnte ich dein Horoskop beschreiben. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.